Fantastic. Hallo, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winifred. Und ja, es sind ungeheuerliche Dinge passiert in diesem Clankrieg. Die will ich allerdings, die werden wir uns später noch angucken. Es sind ungeheure Dinge passiert in dem Valkyren-Only-Clankrieg von Mr. Mobile Fanboy. Da will ich allerdings ganz gerne abwarten, bis der Krieg komplett, ich glaube, der ist schon komplett zu Ende, aber werden wir morgen dann drauf gucken, weil jetzt einfach noch ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Diese Base, die wir hier sehen, ich liebe sie. Ich liebe diese Base. Es ist die geilste Base, die geilste Farming-Base, die ich jemals hatte. Und ich kann euch auch sagen, warum. Wir sehen das jetzt oben. Ich habe noch 2 Stunden 43, habe ich noch ein Schild. Und wir schauen mal an, was diese Nacht passiert ist bei meiner Base. So, wir gucken mal drauf. Wir gucken mal. Es ist jemand, ein gerushter Elver, The Big Lebowski. Ja, wer kennt die noch aus dem Film? Also, von Oki Tornadoes. Und er hat, was hat er gemacht? Er hat 20 Magier, 4 Päcker, 2 Golems, Helden, natürlich alles gerusht, ist na klar, er ist ein gerushter Elver, das sieht man schon direkt an den Helden. Und wir gucken mal drauf, wie er das denn gemacht hat. Und ohne Sprung, ohne Erdbeben hier diese Base anzugehen von mir, das ist schon mal generell ein großer Fehler. Wir gucken mal nach, ich hab's selber noch nicht gesehen, aber Golem 1, Golem 2, Helden hinterher und jetzt läuft er mir gleich schon, im Grunde läuft er mir jetzt gleich schon genau in die Falle. So, er zündet jetzt schon den König, warum auch immer. So, außen macht er schon mal gut was weg. Jetzt kommt gleich die Adler-Dev. Adler-Dev kümmert sich jetzt schon mal um den Golem. Das heißt, der Golem ist jetzt gleich auf jeden Fall schon mal Geschichte. Da habe ich dann schon mal kein Problem mit. Die Adler-Dev ist einfach so geil geschützt. Ach, er hat einen Sprungzauber, wie süß. Jetzt kommen meine Clan-Truppen raus. Könnte sogar der allererste sein, der ein Lager hier bei dieser Base ankratzt. Ich bin mir nicht genau sicher, ob er es schafft, das Lager hier anzukratzen oder nicht. Ich habe jetzt auch noch, ja, rein theoretisch von den Sachen, die er geklaut hat, eigentlich nicht. So, sein König ist jetzt gleich auf jeden Fall schon mal Geschichte. Noch nicht ganz. Der König ist Geschichte. Ach, das war der Päcker. Der Päcker ist jetzt gleich auch Geschichte. So, jetzt sind die Magier noch unterwegs. Außen ist noch ein Päcker unterwegs. Nö, er hat das Lager nicht angekratzt. Er hat das Lager nicht angekratzt. So, sein Golem ist jetzt gleich auch Geschichte. Sobald er nämlich, ja, die Eagle Death verrichtet gut ihren Dienst. Die X-Bögen in der Mitte kümmern sich schön um die Magier. Zack, kaputt. Und das war's. Jetzt hat er noch was. Was hat er noch in der Clanburg? Oder beziehungsweise, was hat er noch dabei? Doch, will er gar nicht mehr setzen. Er hat noch vier Wutzauber, die er überhaupt nicht benutzt hat. Läuft. 17.000, 32.000, 364 Dunkles. Ja, das läuft doch ganz gut. Und wie gesagt, im Clankrieg sind unbeschreibliche Dinge passiert, auf die will ich halbwegs schon jetzt eingehen, halbwegs aber auch in der 17 Uhr Folge eingehen. Unglaublich, was dort passiert ist. Ich müsste gleich eigentlich noch mal einen Golem fordern. Und wir machen jetzt mal ein kleines Spiel, nämlich wir raten jetzt mal, wie viel Prozent holt der nächste Angreifer im Clan. Also, passt mal auf. So, Angriff von Kira gegen, ich glaube, Farsad soll das heißen, von Persian Family, ein Clan, der auf jeden Fall ganz gut abgeht im Clan. So viel kann ich ja schon mal verraten. Also, Was macht er? Was macht der Gegner, beziehungsweise was macht Kira? Ihr könnt jetzt mal ganz kurz überlegen, er hat alle Helden dabei, er nimmt Math Witches gegen diese Base, weil er sieht, ein Inferno ist auf Single gestellt, 2 Sprünge, 2 Freeze, 1 Wut, zwei Giftzauber, okay. In der Clanburg, tippe ich mal, hat der Kira auch noch einen Golem. Er hat 6 Mauerbrecher dabei und, ja, für euch jetzt die Frage. Zum einen, wie viel Prozent holt er? Und zum anderen, wie viel Sterne? 3, 2, 1, los! Also mal gucken. Was macht Kira? Kira allein, Stachelschwein, was macht er? Er macht erstmal gar nichts, was macht er? Adon. Golem 1, Golem 2 und ich tippe mal, in der Clanburg wird er noch einen Golem haben, oder? Kira, hast du noch einen Golem dabei oder nicht? Ah, ich glaube aktuell nicht. Macht er Hexen natürlich von beiden Seiten. In der Clanburg hat er tatsächlich noch einen Golem. Mal gucken. So, der Turm ist kaputt. Unten. Schön Sprung gesetzt. Er will natürlich. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, was er vorhat. Er freest. Jetzt ist die Adler-Dev hoffentlich gleich schon kaputt. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. So, Adler-Dev ist kaputt. Das ist natürlich bei Hexen immer ganz gut. Zack, zack, zack. Minenwerfer auch kaputt. Das bedeutet schon mal ein weiteres Hindernis. Beziehungsweise weiteres Gebäude mit Flächenschaden ist schon mal kaputt. So, der Warden in der Defense ist obligatorisch, also bringt im Grunde fast nichts, zumindest mein Eindruck. Ja, die Hexen laufen jetzt ein bisschen scheiße, das ist natürlich jetzt nicht das, was so optimal ist bei ihm, denn
die Königin ist jetzt relativ weit alleine gestellt da. Er hat den Single gefreezed. Jetzt ist der König in der Mitte, aber schon kaputt. 44% schafft er es noch in Richtung der... schafft er es noch in Richtung von den, vom Rathaus oder nicht? Das ist natürlich die große Frage. Komm, Ira, nicht aufgeben, nicht aufgeben, du schaffst das noch. Er hat einen Stern. Ein Stern ist jetzt auf der Habenseite von Kira, aber schafft er noch den zweiten oder nicht? Der Warden ist jetzt gleich kaputt, leider. Und jetzt muss... Die Königin muss jetzt den Single Inferno schnappen, bevor er sie erwischt. Komm. Okay, ist kaputt. Jetzt wird es natürlich eng. Jetzt wird es natürlich eng. Er hat noch so viele Hexen eigentlich übrig. Zünd die Königin, Kira, zünd die Königin. Oh, gerade so, ey. Und jetzt geht sie noch auf das Radar. Schafft sie es noch? Nein, sie ist kaputt. Sie ist kaputt. 62% und das müsste es gewesen sein. Die letzte Hexe. Alter, wie lange? Guckt euch das mal an, die Wiederholung. Geht noch 1 Minute 34 und die Hexe ist immer noch am Leben. Unglaublich. Die letzte Einzelkämpferin hier im Clankrieg, die sich jetzt noch um das Rathaus kümmert. Hoffentlich noch um das Rathaus kümmert. Komm, Hexilein, du schaffst das noch. Der Inferno ist so weit weg, aber... Wo lebt denn jetzt noch was? Bin ich blind oder wo habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Wo? Das ist natürlich auch mal. Das ist jetzt so, kennt ihr so das Spiel, sucht irgendwie, findet Waldo oder so, heißt das doch, ne? Also, wo lebt denn jetzt hier noch was? Hä? Ist irgendwo jetzt noch hier eine Truppe am Leben? Er hat auch keinen Zauber mehr. Habe ich irgendwo etwas übersehen? Bin ich denn blind? Hallo, wo lebt denn noch eine Truppe? Hallo, Truppe? Keine Ahnung. Normalerweise bleibt die Wiederholung, also beziehungsweise normalerweise bleibt dann der Angriff noch aktiv, wenn du halt noch einen Zauber hast, zum Beispiel hast du einen Erdbebenzauber oder so. Oder es ist irgendwo noch was unterwegs gewesen, irgendein Skelett oder sonst was ist noch irgendwo am Rödeln gewesen, aber er hatte doch auch nichts mehr noch dabei, was er noch hätte setzen können. Keine Ahnung, ja, war ich gerade tatsächlich überfragt. Und ja, wir wollen jetzt mal noch weiter, bevor ich angreife im Clankrieg, wahrscheinlich dann werdet ihr das in der 17 Uhr Folge sehen, muss ich natürlich erstmal meine Truppen loswerden und das machen wir jetzt. So, ich glaube, wir haben mal einen gefunden, relativ viel Elixier, ein bisschen Dunkles noch dabei und ja, er hat nur ein Inferno nur, ne? Er hat zwar da eine Lücke drin, will ich trotzdem eher nicht reingehen, beziehungsweise doch, wir gucken einfach mal, ob er was in der Clanburg hat. Okay, da hat er zwei Tesla stehen, aber nichts in der Clanburg, das ist schon mal ganz gut. Wie gehen wir denn jetzt mal am geschicktesten vor? Er hat echt nur... Ich könnte rein theoretisch hier fast alles ankratzen in der Mitte mit den Erdbeben. Das finde ich rein theoretisch etwas sinnvoller, als wenn wir die jetzt verbraten für das andere. Warte mal, hat er irgendwo eine... Das ist natürlich auch wieder schlau, erst die Riesen zu setzen, um zu gucken, ob eine Falle da ist. Und dann die anderen Truppen. Na gut, wir gucken mal einfach hinterher. So, jetzt, wir müssen relativ schnell am besten die Adler-Death down kriegen und den Rest auch. Aber in der Clanburg habe ich Kobold und einen Drachen. Ach du Scheiße. So. Zündikus. Jetzt ist die Adler-Death gleich hoffentlich weg. Und wenn die Adler-Death weg ist, dann zünden wir nochmal den Warden, um dann hoffentlich, ja, die noch zu heilen, damit sie sich noch um den Inferno-Turm kümmern. Wenn der Inferno-Turm weg ist, dann können wir schon mal ja anfangen, außen etwas schon mal wegzuräumen mit unseren kleinen, feinen Bogenschützen. Das klappt sogar ganz gut. Das klappt ja viel besser als erwartet heute mal. Ausnahmsweise mal ein etwas besserer Angriff. So, jetzt setzen wir die mal alle hinterher. Ich bräuchte im Grunde genommen, den Priest brauche ich erstmal gar nicht mehr. Den kann ich mir vielleicht noch für den Clankrieg sparen. Wir werden das jetzt nämlich gleich sehen, sobald wir nämlich in der Mitte sind. Ihr habt das Rados so schnell down. Alter, es läuft! 6 Millionen Elixier! Ich kann den Warden bald wieder machen, das ist doch schon mal sehr erfreulich. Und jetzt gehen sie alle in die Mitte, kümmern sich noch um den Rest! Jawohl, sauber! Sauber, meine Kleinen. Kriegen wir sogar 100% hin? Aktuell bin ich sogar noch ganz optimistisch, dass wir zumindest einen sehr, sehr hohen Betrag hinkriegen. So, 80% sollte doch auf jeden Fall drin sein, je nachdem, wie schnell sie sich jetzt noch um den Turm da kümmert, die Königin. Komm. Wie gesagt, den Freeze werde ich mir lassen. Ja, 80% werden wir hinkriegen. Ich bin gerade optimistisch. 80% ist jetzt mein neues Ziel hier. Ansonsten ist fast alles weg. 311 Dunkles noch da. 2000 haben wir geholt. Clankrieg wird sehr teuer, weil ich wahrscheinlich mit Mass Witches angreifen werde. Ach komm, 80%, ne? Der Ehre halber holen wir jetzt noch die 80% und holen uns eben noch dann bis den letzten... Nein. Nicht Königin. Okay, wir haben es schon geschafft. Zack. Aufgeben. 81%. 430.000. Elixier läuft. 40.000 Bonus. Aber, nein, ich möchte es nicht bewerten. Das ist wieder, weil ich ja zwischen dem Account hergewechselt habe. So, Golem 5, Magier 6 und Burgi 7.
und zack. Das ist im Grunde schon das, was wir brauchen für den Clan-Krieg. Ich möchte nämlich ganz gerne mit Mass Witches angreifen. Hab da auch schon, was habe ich denn fertig? Ein Golem, eine Hexe, drei Mauerbrecher. Ich habe, glaube ich, 4 Mauerbrecher generell im Auftrag gegeben. Mal gucken. Was haben wir denn hier noch? 5 Hexen und 6 Hexen. Zack, zack, 7 Stück. Ah, mein schönes dunkles Elixier. Mein schönes dunkles. Und ich kann jetzt die Base leider nicht angucken. Wir müssen mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall gleich noch schauen, was ich dafür Zauber brauche. Ein Freeze brauche ich auf jeden Fall. Ein Rage brauche ich, glaube ich, auch auf jeden Fall. Deswegen machen wir den auf jeden Fall auch schon mal. Nehmen wir mal noch ein Erdbeben mit und dann sage ich vielen Dank, meine Freunde, fürs Zugucken bei dieser Episode Clash of Clans mit dem Fred. Ich hoffe auch, das 400.000 Special hat euch gefallen. Das kam ja heute auch. Und schaut auf jeden Fall mal bei den alten Folgen rein. Schaut mal bei Matthias vorbei und dann sehen wir uns um 17 Uhr bei Clash of Clans mit mir, Fred, mit der unbesiegbaren Base, die wir hier haben und die immer noch nicht gescheit angegriffen wird. Und ich kann euch auch nur raten, wer 9er ist und 10er ist. Ah, warte, das kann ich euch nur eben zeigen. Einen Moment, kurzer Cut. So, jetzt sind wir hier. Ich habe nämlich gesehen, also 10er und 11er und 9er nehmt, probiert mal meine Base aus. Probiert sie mal aus. Das ist nämlich jetzt die 9er-Variante meiner Base. Die wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Von Razer. Ich sage euch, Leute, probiert sie einfach mal aus. Ich bin da sehr zufrieden mit und wie gesagt, vielleicht kommt da auch noch irgendwie mal ein Speedbild von der Variante davon. Da habe ich so Bock drauf und probiert sie mal aus, ohne Scheiß, und sagt mir mal eure Meinung dazu. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen anders, ne? Ein bisschen andere Aufstellung, weil er ja jetzt keine Inferno-Türme hat, er hat keine Adler-Dev. Bei einer 10er-Base kannst du da im Grunde auch ein bisschen variieren. Du hast ja, bei der 10er-Base fehlt halt die Adler-Dev, aber, und der Warden steht außen. Aber ansonsten, du hast ein paar Gebäude weniger natürlich bei einer 10er, aber du kannst das alles noch ein bisschen variieren. Hast halt in der Mitte noch ein, zwei Gebäude mehr stehen dann als Verteidigung, die sonst außen stehen würden bei mir. Probiert's mal aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Unbesiegbar bisher. Beim Farmen. Im Clankrieg will ich sie nicht testen, aber macht's gut. Bis 17 Uhr. Um 17 Uhr gibt's unfassbare Dinge, die passiert sind. Also, tschüss.